Perfekt. Das heißt, die Kamortgarde wird sich dann, nachdem sie aus den einzelnen Lagerhallen herausgetrieben worden sind, wenn sie da ihre einzelnen Tätigkeiten nachgehen, werden sich hier in einer kleinen Front an der inneren Mauer des Kriegshafens sammeln und dort versuchen, über auch die Türme, die dann besetzt werden mit Armbrustschützen, nach und nach, ja, gegen anzugehen. Ja. Abelmir. Ah, oder Kiaras, machen wir mit dir weiter. Kiaras. Ja, das Adlerbanner folgt dem Ganzen. Die Schützen machen das, was sie am besten können. Und zwar schießen sie auf die feindlichen Schützen und picken jeden einzelnen Armbrustschützen, der dumm genug ist, seinen Kopf zu zeigen, auf den Türmen und erledigen sie. Zahlreiche Körper, die ohne einen einzigen Schrei, nur noch mit einem Pfeil oder Bolzen im Kopf über den Turm kippen, nach vorne, nach hinten, zur jeweiligen Seite und dann aufschlagen mit einem widerlichen Spritzen. Natürlich fallen noch einige eurer Schützen, die dann weggepinnt werden, aber ihr könnt einige, viele der Türme säubern. Weiteres Glockengeläut. Abelmir, die leichte Infanterie. Ich würde probieren, der leichten Infanterie nach vorne zu stoßen in Richtung des Garnisonsgebäudes, also Nummer 6. Und probieren, dieses Gebäude einzunehmen. Ein sehr hohes Gebäude. Es erinnert fast wie an einen, ja, das höchste Gebäude einer Burg, die Trutzburg, die fast unannehmbar nach oben zeigt. Aber die Kämpfe, die hier in Richtung der Treppen geführt werden, sind dadurch, dass ihr sehr überraschend zugeschlagen habt, doch dann wesentlich einfacher. Dort oben könnt ihr erkennen, wie auf einem, ja, Balkon der Admiral steht. Laris von Romulus. Der Admiral, normalerweise der Boransdorn. Sind wir schon in der Hälfte? Nein, noch nicht. Das Falkenbanner kann ihn stürzen. Der erste Erfolg der Helden. Einen Admiral, einen Kapitän, einer Dämonenarche. Zwar ohne sein Schiff, aber er wird fallen. Ein anderer wird nachrücken. Wer dies ist, wir werden es sehen. Die Ritter des immerwährenden Kampfes unterstützen Blutschluck beim Abschlachten von Maros. Und während ihr als Helden jetzt erstmal, ja, freies Geleit habt, könnt ihr dann nach und nach in Richtung der 7 vorrücken, der Garnison. Abelmir und Kiaras waren vor wenigen Stunden hier, als sie mit der Feuer-Agent das Gebäude dann verlassen hatten. Was immer noch unverändert dort steht, allerdings verlassen. Die Leute haben ihre Würfel immer noch auf dem Tisch liegen. Die Wachstube ist komplett verlassen. Ja, mein Ziel persönlich ist es, so schnell wie möglich in diesen Vorratskeller zu kommen. Dort ist ein Effort-Geweihter, der befreit werden möchte. Und deswegen würde ich die wenigen Männer, die sich uns anschließen, dort sofort hinführen. Ich halte mich. Ah, okay, sorry. Ja, sonst Jalan, dann mach du erst. Ich halte mich relativ nah bei Kiaras, bis wir dann in diesem Gebäude mit der Nummer 7 sind. Dann stelle ich mich auf den Platz und rufe einfach ganz laut: Mönning! Komm raus und still dich! Wir haben noch eine Rechnung offen! Dir wird geantwortet, allerdings nicht von Manning. Du kannst über dir hören, wie wohl Lachen erschallt. Und dann explodiert irgendetwas neben dir. Feuer stiebt nach oben auf und eine Granate ist explodiert. Ich springe zur Seite, um mich ein wenig in Deckung zu bewegen, drücke mich gegen irgendeine Hauswand, wenn gerade einer da ist, und ziehe meinen Bogen. Du kannst in dem Schatten der Nacht, in der nahen Dunkelheit, kannst du erkennen, wie wohl zwei Hexen mit Tätowierungen auf ihren Gesichtern, auf ihrem Kopf um euch herumfliegen. Ebenso wie es Romili tat. Wahnsinnig über euch ziehend, Brandbomben abschmeißend.
Wenn ich einen Bogen gezogen habe, nehme ich einen der vorsorglich mit Waffenbalsam bestrichenen Pfeile. 5 Stück reicht eine Dosis aus. Ja doch, benutze einen. Leg ihn an. Deal in aller Ruhe. Was tut Abel mir in der Zeit? Die Garnison ist ja verschlossen, der Tor, vermute ich mal, oder? Genau. Ich muss gerade. Achso, warte mal. Die Garnison selber, das ist ja wie gesagt dieses Gebäude. Die sechs. Das genau. Ist mittlerweile aufgebrochen. Also, das ist dieser hohe Turm. Der wird jetzt vom Falkenbanner wird er aufgebrochen. Und wenn du möchtest, kannst du auch sonst derjenige sein, der den Admiral stürzt. Kannst du natürlich tun. Ich würde mich ungern mit dem General messen, also dem Admiral. Ich würde probieren, in den Keller zu kommen und mit einer Truppe, sagen wir 5-6 Mann, den Keller leer zu räumen und uns zurückzuziehen zur Arche. Okay, dann begleitest du Kiaras. Während du dann im Lagerhaus die Tränke, die Gifte, alles was dort irgendwie gelagert ist, voll machst, kannst du natürlich auch in der Waffenkammer noch das ein oder andere mitnehmen, Vorräte, alles was nicht irgendwie nied- und nagelfest ist, wird mitgenommen, vor allem die wertvollen Dinge im Lagerraum kann Kiaras mit einem Zellenschlüssel, den er dort angehängt findet, die Zelle von Numinoros öffnen, wenn er das möchte. Vor dir steht ein Mann in ehemals blauer Robe, allerdings ziemlich ausgebleicht, kurze Haare und schaut dich an. Holt mich raus! Ihr seid doch der Pirat von vorhin. Ah, nicht Pirat. Genau. Holt mich raus. Jetzt. Aber natürlich, ja, genau. Ja, ich öffne die Zellentür. Ich bin vorsichtig dabei, also. Ich habe mein Rapier schon gezogen, so ist das nicht. Mhm. Bei den Man und Moon. Das wird aber auch Zeit. Ja, er stößt so ein bisschen das die Zellentür auf, nickt dir zu. Ich würde ihm eine Hand reichen. Ja, ich bin Numinoros. Wir stellen uns später fort. Los, ab nach oben. Ei. Ja, er hechtet nach oben und biegt dann einmal ab in Richtung der Waffenkammer und du siehst dann, wie er wohl mit einem Effortbart nach draußen tritt. Alter Gnaden, ich muss euch vorwarnen. Das Schiff, auf dem wir gekommen sind. Wir haben eine eroberte Arche. Ja, guck ich mir später an. Raus jetzt. Seid nur nicht voreilig im Handeln. Raus jetzt! Er gibt dir eine Schelle auf den Kopf. Ja, ich hab mich die ganze Zeit weiter bewegt. Ich hab ihn nur vorgewarnt. Denkt auch jemand dran, das Gift mitzunehmen? Ja, das wird von den anderen Leuten mitgenommen. Okay, ja, gut. Alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest war. Ja, Land, die beiden Frauen, die vor dir in den Hartholzharnischen umherfliegen, sehen aus wie Zwillinge. Du kannst sie durch nichts unterscheiden. Sie weisen, wie gesagt, einige Tätowierungen auf ihrer Haut auf. Rote Ameisen, die sie bedruckt haben. Ja, sie sind relativ hübsch, möchtest du meinen. Dschungelkämpferin. Und sie verspotten dich, wenn du dort mit dem Bogen auf sie anlegst, genau zielst. Du kannst sie hören, wie sie etwas von Chaos rufen und weitere Männer den Flammen überantworten. Während dann eine in ihrem Hartholzharnisch auf einem der oberen Plateaus landet, in einem der größeren Türme, die hier maraskanisch gefertigt sind, und dort mit etwas beginnt. Ah, ich habe in Ruhe gezielt und dabei ein leises Gebet gesprochen. Aber wenn sie landet, lasse ich den Pfeil los. Noch hinterher. Lux Triumphat. Und bete, dass er trifft. Lux Triumphat. Sag's mir kurz die Distanz. Ja. Sagen wir einfach mal 30 Meter. Das ist gut. Sagst du mir noch, ob sie hoch genug ist, dass es als Steilschuss zählt? Das auf alle Fälle. So, ihre Zielgröße. Sie ist menschengroß. Entfernung 30 Meter. Du besitzt den Echsenbogen
Bewegung des Ziels ist jetzt gerade leichte null. Bewegung, plus minus 0. Genau. Sichtverhältnis, Dämmerung. Wie viel? Ich sehe es gerade nicht. Dämmerung, ja, ist plus 2. Dann bist du einäugig. Das ist unter über 10 Meter nicht relevant. Entfernung unter 10 Schritt plus 4, genau. Ansonsten ist es ein Steilschuss nach oben. Plus 8. 4 Punkte. Achso, das ist für den Wurf, ne? Hm, okay, plus 4. Gut, also habe ich eine Erschwernis von 2, 4, 2, sind 8, nochmal 4 sind 12 und 4 leichter fürs Ziel sind 8. Richtig, und sie verfügt über einen Hartholzharnisch. Das ist mir relativ egal. Muss okay. Ich verstehe, das ist nämlich ein. Ich wollte es. Gehärtet, da kriegst, es ist ein Gehärter, da kriegst du Pfeil, okay. Wenn ich schieße. Hätte ja sein können, dass du auf den Kopf zielen möchtest. Nein, dafür habe ich nicht genug Talent. Gut. Hoffen wir, dass er trifft. Das ist leider verfehlt, fürchte ich. Dann kannst du den ersten Pfeil an ihr vorbei senden. Ein stattliches Männchen! Du siehst, wie eine der Schwestern über dir entlang fliegt und eine Brandbombe direkt über dir abfallen lässt. Ich versuche, mich zur Seite zu werfen. Athletik. Irgendwie unter ein Dach, zu ducken. Athletik. Athletik. Nicht ausweichen. Okay. Was machen eigentlich unsere Geschütze? Wieso stehen da überhaupt noch Türme? Das ist leider nicht geschafft. Dann bekommst du 3W6 plus 6. Sonnlich. Beziehungsweise, warte. Sie wird auch einmal kurz werfen, ob sie überhaupt trifft. Machen wir ordentlich. Oh, 1. Ja, dann trifft sie. Und ja, 3W6 plus 6 sind 13 TP. Tone? Das ist wahrscheinlich dein ganzer Körper. Gesamt. Gesamt habe ich 9 Punkte Rüstungsschutz, das heißt, es kommen 4 durch. Schade. Ja, wenn du eine Wunde kriegst, dann fängst du mich an zu brennen. Gut. Ja, komm. Ja. Ich lege den nächsten an. Du legst den nächsten an. Du kannst gerne schießen. Ich sag dir, wer ein Männchen ist. Falls sie irgendwas zaubert, müssen wir es die Dauer nachhalten, denn ich brauche 4 Aktionen zum Laden. Ja, kein Problem. Sie zaubert, aber das wird länger dauern. Okay. Dann schießen wir nochmal. Feuerfrei. Das sieht gut aus. Das ist ein Treffer. Dann mit Schaden? Ja, Moment, da kommt die 1 drauf, weil wir uns unter 50 Metern befinden. Und der ist. Das sind 10 Panzer brechend. Gehärteter Kriegsfall. Hier nicht wichtig, bleibt nur bei einer Watte. Was heißt panzerbrechend? Das heißt, die Rüstung wird komplett ignoriert? Wird leider nur halbiert. Nur halbiert. Okay. Muss nur gucken. Zone? Genau. Einer 5 oder 6 beim Schadenswurf. Zone wäre doch interessant. Nicht stecken. Ja. Sehr schwer da. Ja, sie schreit und fällt auf dem Häuserdach hin und der Zauber bricht ab. Währenddessen kannst du hinter dir hören, wie wohl jetzt der Admiral gerade gestürzt wird. Aus dem Fenster bzw. Balkon wird er runtergestürzt und das Falkenbanner hat den Turm eingenommen. Ich recke den Bogen nochmal hoch, rufe, wer auch immer gerade den Admiral runterstürzt, irgendeinen unverständlichen Schrei zu. Und hol den nächsten Feuerball. Wir sind noch nicht fertig. Komm zurück. Weitere Athletikprobe. Mhm. Derweil steht Abelmir und Kiaras stehen dann mit den Taschen vollgeladen, Händen vollgeladen. Einige andere Söldlinge, Seefahrer, die dann weitere Kisten nach oben geholt haben. Ja, auch auf dem Platz und können dann erkennen, wie Jalan da wohl gerade gegen 2 Hexen zieht. Jetzt noch eine. Kann ich mit dem Crit die Granate fangen? Du kannst mit dem Crit die Granate fangen. Du rollst dich ab, du schmeißt, Abelmir hat gerade die Hände frei, schmeißt den Echsenbogen in seine, Abelmir würfel mal bitte eine Fingerfertigkeitsprobe, schmeißt den Echsenbogen perfekt in Richtung von Abelmir und ja, fängst die Granate, rollst dich ab und hast sie in der Hand. Irgendwo nach Kamotgarde zu sehen. Klar, überall alles voll mit Kamotgarde.
Musst du natürlich ein bisschen rennen. Das sind hier ein paar Meter, also so 80 Meter sprintest du dann um die Häuser und kannst dann mit einem gewaltigen Wurf, holst du ein bisschen auf, kannst du dann den Brandapfel, die Brandgranate mit dem, was wird das sein, Mengbeller Feuer, kannst du dann in Richtung des Tores schmeißen. Also wird vermutlich auch das sein, was der Skrafenbanner jetzt noch braucht, um endgültig zum Tor vorzurücken. Genau. Und während die Granate zerbürst und in einem Flammensturm das Tor gerade in Feuer steht, kannst du einen dir leider allzu vertrauten Schrei hören. Der Schrei eines gewaltigen Dämons. Der Schurf wurde entfesselt und schreitet durch die Stadt Bora. Ein Vernichtungsfeldzug führend und mehrere Zivilisten mitnehmend. Schmerzensschreie, die jetzt alles erfüllen, aber sie sind leise, verstummen gegen den Schrei des Schufes. Und dann, als du dich umdrehst, kannst du sehen, wie nicht nur sich das Hafenbecken blutig färbt, sondern auch deine Nase anfängt zu bluten. Velaryon Manning ist auf dem Weg. Manning! Ich hatte gerade das Horn in der Hand, um zum Rückzug zu blasen. Lass mich kurz die Arroganz prüfen. Wenn der Herr Führer zu arrogant ist, um den Rückzug zu befehlen. Lässt es dann fallen, zieht seinen Streitkolben, zieht sein Schild und stürmt los. Das Tor, was eben noch von der inneren Seite der jetzt gerade sich auflösenden Kammer gerade gehalten wurde, zerbürst. Durch den Feuersturm kannst du noch erkennen, wie ein Wesen mit Tentakeln auf seinem Rücken überall umher zuckend, die Kamortgarde in der Luft zerschneidend, zerfetzend, durch und durch wand und wieder mit einem Schrei begleitet, sich dann auf das Greifenbanner stürzt. Hoffentlich haben die Jungs ihn noch einmal so drin. Das Greifenbanner hat keinen Rückzugsbefehl bekommen und während du in Richtung des Tores stürmst, kannst du sehen, wie durch das Flammenmeer eine Gestalt tritt. Einen gigantischen Zweihänder in einer Hand haltend, auf der anderen Seite kannst du erkennen einen Zandenarm, bluttriefend. Glatzköpfige Gesicht, nur noch wenige rote Haare, die diese Gestalt erfüllt. Was tun die anderen in der Zeit? Wo bin ich momentan? Du stehst dort, wo eben noch Yarlan war, irgendwo auf dem Platz. Neben dir der Effortgeweihte Numinoros, der jetzt einfach mal in Richtung der Dämonenarche geht, da wohl die ersten Rückzugsbewegungen in diese Richtung laufen. Ja, sehe ich, wie unser werter Anführer hinfortrennt. Du hast gesehen, dass er eine der Granaten gefangen hat und der ist in Richtung des Tores unterwegs. Mit einem langgezogenen Schrei. Ich nehme auch an, ich höre den Schrei des Schrufes. Den Schrei des Schrufes kann jeder in Bora. Ich höre kein Rückzugsbefehl. Nein. Ja, das, warte. Wie gesagt, das Greifenbanner ist gerade schwer damit beschäftigt, sich gegen den Schruf zu wehren. Das Falkenbanner ist fertig, das hat wie gesagt den Admiral gestürzt. Und das Adlerbanner, die Schützen ziehen sich zurück und die Ritter des immerwährenden Kampfes führen dort immer noch weiter Krieg. Ich muss gerade gucken. Blutschluck ist natürlich auch dabei. Blutschluck! Wo ist der Alarm? Manning kommt. Mehr Blut. Blutschluck, du kannst erkennen, wie er wohl wieder in die Kehle eines Feindes gebissen hat. Hat wohl gerade einen der Kamortgardisten fast den Kopf abgebissen. Rennt jetzt bluttriefend an dir vorbei in Richtung des Tores. Ich versuche das Horn zu finden und zum Rückzug zu blasen. Gib mir ein paar Kampfrunden mit dem. Sinnschärfe. Vielleicht hat das Yarlan vorher schon fallen gelassen, als er die Granate
Das würde ich zulassen. Als er die Granate gefangen hat, ist es ihm vielleicht rausgefallen. Beziehungsweise er hat das extra arrogant, wie er ist, abgelegt. Weggeworfen. Brauchen wir nicht. Sinnschärfe. Ja, würde ich dir zugestehen, du hast es gefunden. Ich stürme zum Horn und blase das Horn zum Rückzug. Gut. Und brülle gleichzeitig den Befehl: Falkenbanner, Rückzug decken! Falkenbanner, Rückzug decken. Was tut Abelmir? Ich würde probieren, Rückzug zu decken und probieren, mir lohnende Ziele für ein Ignisfero zu suchen. Lohnende Ziele für ein Ignisfero, ja, wahrscheinlich gerade so ein Pulk, ein Kamortgardisten. Viele sind nicht mehr da, ungefähr noch ein W6 könntest du damit brutzeln. Schauen wir mal nach, würfel mal ein W6. Gerade zusammenstehen. Jetzt mache ich das schnell. Ja, 6 Kamortgardisten, die gerade noch beieinander stehen. Das wäre ein lohnendes Ziel. Dann ja, wenn sein Bogen darum liegt, nehme ich ihn auch mit. Dann würde ich die anzielen und. Brauche eine kurze Weile und würde dann, wenn der Zauber fertig ist, ihn loslassen. Gut, dann genug Kampfrunden solltest du haben, weil du bisher wenig in Kampfrunden gehandelt hast und kannst einmal dein Ignisfero würfeln. Sind 5W6, ne? 5W6 plus ZFP-Stern oder ZFP-Stern halber, je nachdem. Kannst du einmal den Schaden würfeln. Ich habe gerade das liebe Kantionas nicht offen. Wie sieht das aus mit ZFB-Stern oder ZFB-Stern halbe? ZFB-Stern halbe TP. Okay, gut. 3W plus ZFB halbe. Mhm. 5W. 8 Sternchen. Also 4. Ja, ich habe die gerade nicht verstanden. 5W. Plus 5W, 6 plus 4. Ja. Ne? Gut, dann beschreib doch einfach mal, wie die Kamortgardisten die 6 Stück in Flammen aufgehen. Also der Zauber, steht eine gleißende Kugel in meinen geschlossenen Händen und ich schwebe langsam auf diese Gardisten zu. Die Augen sind zuerst ungläubig, dann schreckgeweitet. Sie probieren noch auseinander zu spritzen. Aber da explodiert schon dieser Feuerball inmitten dieser Gardisten und ein riesiger Feuerball entsteht, in dem diese Gardisten verschwinden. Und während der Feuersturm um Jalen herum tobt, der Ignisfero, der gerade eben explodiert ist, deine Granate und der Schruf auf der linken Seite, kannst du jetzt gegen Lund Belharion Manning ziehen. Die Geißel. Ja, ich komme auf dem mittlerweile vermutlich verrußten und mit Blut beschmierten Boden schlitternd zum Stehen, einige Schritte vor ihm. Nicht denselben Fehler machen wollen wie letztes Mal. Gehen langsamer an. Manning! Wie geht's dem Arm? Du! Er atmet schwer und geht zum Sturmangriff. Parade. Er sagt sogar noch einen Karmotip an. Den kann er nämlich umsonst. Herr Kostin Ausdauer. Er setzt einen Schicksalspunkt ein. Das kann er ruhig, denn das muss er auch. Denn der ist trotzdem kritisch beschädigt. Mhm. 4. Gut, dann hat er es geschafft. Sturmangriff, Karmotip. Ich würfel den Schaden aus. Das kann jetzt nämlich mal deinen 1, 2... Das sind nur 6 plus 5 sind das. 11 mal 3 sind 33 Schaden. Und damit kannst du einmal bitte den Bruchfaktor deines Schwertes testen. Schild. Dann kannst du den Bruchfaktor erhöhen. Nur erhöhen, nicht testen, okay. Mach ich. Ja, meinetwegen teste ihn auch, aber ansonsten kannst du ihn erhöhen. Ich habe ihn jetzt schon erhöht. Und mach das meinetwegen gleich um 3 Punkte, weil...
Okay, oh, dann kommt er langsam aus Brechen ran. Beim nächsten Mal erinnere mich. Ich wollte gerade sagen, also in einem Kamo-Tieb mit, also ab 10 SP wird der Bruchfaktor getestet und bei 33 DP, da kannst du gerne mal den Bruchfaktor. Schon, ja. Also so viel macht dein Schild auch nicht mit. Also Belharion stürmt mit einer, mit seinem Zweihänder voran und rammt ihn dir von oben herab. Versucht also hier in deine Rüstung dich zu zerteilen mit einem einzigen Hieb. Du kannst dein Schild noch hochreißen, lässt die Waffe an dir abgleiten und merkst, wie es wohl laut knackt und die Eisenverstrebungen nachgeben. Naja, dann rutscht auch vermutlich einen halben Schritt nach hinten auf dem glitschigen Boden, während da bereits an der linken Seite seines Schildes die erste Verstrebung sich löst und Nid ihm entgegenspringt. Grinst Manning immer sehr angestrengt an und geht zum Gegenangriff über. Mit dem Waffenbalsam bestrichen, ganz leicht glänzend, nicht so wie in einem Port, sondern sehr viel schonender Streitkolben. Machen wir doch einen Fünferwuchtschlag. Ist leider nicht bestätigt. Ich hab vergessen, ihr Schwernes einzutragen. Ja, ist okay. Ja, ich lasse ihn trotzdem parieren. Er wird dich sicherlich Waffenmeister haben, sodass ihn der Sturmangriff dann nicht alle seine Aktionen kostet. Das wird eine Parade werden. Hat er trotzdem halbiert? Ja, schafft er. Schafft er trotzdem. Ab 10 TP gibt es einen Bruchfaktor-Test, dann möchte ich doch gerne mal würfeln. Oder nee, sein Schwert ist eh unzerstörbar, oder? Und sein Schwert ist unzerstörbar. Zwei Hände von Belhalha, auch bluttrinkend, also. Dann machen wir weiter. Ja, er ist als nächstes dran, Kamotip. Parade. Machen wir jetzt. Schauen wir mal nach, hat er noch irgendwas? Er findet sogar noch. Kamotip kann nämlich umsonst einsetzen, das kostet ihn nur Ausdauer, das interessiert ihn nicht. Dann mache ich keine Meisterparade. Er findet. Finte 5. Finte 5, spaßig. Schafft er. Das könnte mich ein Chip kosten. Nö. Aber testen wir meinen Bruchfaktor. Was passiert, wenn man drunter ist? Bricht er dann? Ja, du musst drunter sein, genau. Dann ist mein Schild gerade hinüber. Okay. 8 mal 3. 24. Der Zweihänder rast hinunter. Eine Blutspur, die er in der Luft hinterlässt und das Schwert von ihm sinkt. Dann bricht dein Schwert und du starrst nur noch auf die Verstrebung an deinem Arm. Jetzt ist er unbenutzbar. Ist Blutschluck schon da? Blutschluck läuft gerade mit einem Sturmangriff auf euch zu. Okay. Denk dran, dass in der Kamotip jedes Mal 3-6 Ausdauer kostet. Ja. Das ist bei zweimal nicht so wichtig, aber das geht irgendwann an die Essenz. Ja. Wie war das Blutschluck weg? Weil ich spiele gerade mit dem Gedanken des Rückzugs. Ja, versuch's. Kriegst Passierschlag. Nö, ich öffne einfach mal die Distanzklasse. Locker flockig. Geschafft? Kann er parieren? Nee. Nicht mit Erhöhung, ne? Ich wollte gerade sagen, wenn du einfach nur erhöhen willst, ja, dann wandelt er um und schlägt dich noch einmal. Parier ich halt. Ja, jetzt, du jetzt hattest. Achso, Streitkolben, ja, er kämpft sowieso auf Zweihandniveau. Das ist nicht gut. Erstmal wird er treffen. Es war aber kein. Kein Kamortyp. Kein Kamortyp, das sind nur 2W plus 5. Das sind nur 9 Bluttrinkende. Trefferzone? In den Kopf. Nee. Rechtes Bein. Kommen 2 durch. Ja, du spürst einen widerlichen Schmerz, der sich durch dein Bein zieht und nach oben in deinen Körper strahlt. Fast wie ein Blitz. Fast genauso, wie du damals Yamish Aquam angefasst hast. Was tut Kiaras in der Zeit? Horn geblasen, die Männer gehen zum Rückzug.